Nee, warte, jetzt könnten wir hier eigentlich doch gleich noch hier das Gras so dingensen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Gras auch gesammelt. So, dann als nächstes braucht man eben diese goldene Schaufel, die wir jetzt gerade bekommen haben, um auf dem Friedhof, in dem hinteren Mausoleum, ja, den Boden aufzugraben. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch gleich noch. Nachdem ich euch ja in der letzten Folge schätzungsweise schon versprochen habe. Nicht versprochen, aber halt so gesagt. Oh. Weißt du, genau da ist ein Zombie. Das ist schon nicht schlecht, dass wir ihn genau getroffen haben. So, dann lauf mal her. Da kommt er auch schon. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass keiner von denen jetzt auf dem Friedhof ist. Goldene Schaufel. Da was aufbuddeln. Ah, hier ist er ja. Der goldene Hammer. Und das Problem dabei ist halt, dass man eigentlich nur die goldene Sichel, also nicht Sichel, Sense, Entschuldigung, braucht, um am Ende eben dieses Grab mit der goldenen Sense wegzuhauen. Ach komm, weißt du was, ich mache jetzt kurz Pause. Und dann gehen wir hier wieder raus und los geht's. Mit der goldenen Sense muss man dann eben dieses Kraut da am Ende wegschlagen. Ja, da sind wir in den Kampf verwickelt worden. Macht aber gar nichts, wir haben ja eh nichts dabei. Da sind wir ja gerade rechtzeitig gekommen zu unserem Gast hier, ne? Gebackenen Mais und ein Glas Apfelsaft. Jawoll. So Teller, glaube ich, haben wir erstmal mehr als genug. Halt. So nämlich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen. Ah, genau, mit der goldenen Sichel. Das gehört nämlich noch zur Story. Die bekommt man so oder so nicht. Also die kann man sich nicht so im normalen Spiel praktisch erarbeiten. Sondern die bekommt man durch die Story dann. Tja, und alles andere wissen wir ja auch schon. Ja. Ach komm, weißt du was, das machen wir jetzt auch gleich noch. Wir packen uns einfach den Hammer und schlagen die zwei Steine hier weg. Und mich würde immer noch interessieren, wieso hier der Weg runterführt. Und ob wir da am Schluss noch hingehen können. Oh, ein Gast. Da schauen wir natürlich davor hin. Komm schon, komm mal her. Gemischtes Gemüse, jawoll. Oh, ein Tomatensamen. Oh nee, das ist mir jetzt langsam zu teuer. Nehmen wir einfach mal an. So, einen Tomatensalat. Natürlich bekommst du den Tomatensalat. Wenn du mir noch ein bisschen mehr Zeug gibst. So ist gut. So, was wir jetzt natürlich machen werden, ist, wir werden hier runter gehen und uns die goldene Axt holen. Und zwar hurtig. So, jetzt haben wir drei goldene Gegenstände, von denen ich eigentlich bei allen drei nicht weiß. Oh, plus zwei, cool. Bei denen ich von allen drei nicht weiß, wie wir sie im normalen Spielverlauf hätten finden sollen. Das ist für mich irgendwie so ein Ding der Unmöglichkeit. Gemischtes Gemüse, jawohl, ja. Spiegelei, nein, leider nicht. Gemischtes Gemüse, alles klar. So. Hä, was ist denn das jetzt hier? Einen Tomatensalat, jawohl, geht noch. Gemischtes Gemüse, zweimal gemischtes Gemüse. Achso, hat er schon zweimal hingestellt. Schade.
dass ich einem der Gäste dieses gemischte Gemüse geben kann. Spiegelei und Glas Apfelsaft? Nee, leider nicht. Ach komm, weißt du was? Das hier ist aber älter als das andere, deswegen gebe ich dem das hier mal. Das wird er fast nicht merken. So, jetzt holen wir mal das hier von der Platte. Und hoffen, dass noch irgendjemand kommt, der ein gemischtes Gemüse will. Und was wir im Übrigen auch noch machen können, wir können jetzt hier das Ding wegschlagen, ne? Gemischtes Gemüse, ja, siehst du mal. Zack. So. Dann spulen wir mal vor, denn in der Nacht haben wir einiges vor. So, der Herr, ein Spiegelei haben wir leider immer noch nicht. Aber wir haben jetzt schon einige Eier. Vielleicht leisten wir uns ja mal jetzt dann langsam mal Spiegeleier. Mal schauen, ein Spiegelei, leider nein. 7 Eier haben wir. Deutschland braucht Eier. Und wir haben sie. Natürlich, ein einsamer Gast kommt noch kurz vorm... kurz vorm Sonnenuntergang ist ja eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich schon Sonnenuntergang. So. Ja komm, das packt er schon. Wir gehen jetzt mal hier hinter und schlagen das Holz weg. Und dann... Ach, kann man das weghämmern oder was? Cool. Ist ja cool. Was bringt uns das goldene Huhn jetzt? Natürlich hat wieder jemand angerufen. Was habe ich da gesagt? Genau, ich meine, ich finde es cool, dass wir ein goldenes Huhn haben. Aber was bringt uns das? Zumal wir keinen Weizen haben. Hier wächst ja nur einer. Wir haben Tomatensamen. Wir haben Salatsamen, aber wir haben keine Weizensamen mehr. Das ist ein echtes Problem. Einen einzigen Weizen haben wir noch. Jetzt auch nicht mehr. Das haben die Hühner jetzt weggefressen. Na super. Was? Der lässt dann meine Pflanzen vertrocknen? Was ist denn das für ein Unmensch? So, dem hier gehen wir auch gleich mal auf die Mütze. So, gleich ein paar Mal öfter. So, noch zweimal müsste eigentlich reichen. Jawohl, jetzt noch einmal und dann passt das Ganze. Hier unten braucht auch jemand was, sag mal. Der kümmert sich ja null um meine Pflanzen. Mann, Mann, Mann. Natürlich kommt hier unten der nächste Zombie. War ja klar. Boah, bin ich jetzt gerade erschrocken mit dem Geräusch. Alter, mach doch sowas nicht. Boah, weißt du, alles leise, der Fluss... Im Fluss hörst du so ein bisschen im Hintergrund und dann so dieses Eisen rasseln, sage ich jetzt mal. Boah, Alter. Nee, warte. So rum. Den hier zuerst natürlich. Kochen. Ups. Nee, doch nicht. Jetzt. Und den hier und
den hier und gleich wieder zurückgeben. Bin ich echt gespannt, was das goldene Huhn bringt. So, und ihmchen hier bringen. So, und den Rest kannst du eigentlich alleine machen. So, wir brauchen mehr Weizen. Auf jeden Fall mehr Weizen. Fünf Weizen sammeln. 50, Alter. So viel Schrott haben wir gar nicht. Naja. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, komm, 4 und 5 machen wir weg. 4, 5. Drei, vier, fünf. Jawohl, damit die auch wieder ein bisschen Weizen haben hier. Ich fürchte fast, er ist ein bisschen überfordert damit jetzt langsam. So, um die wichtigen Sachen kümmere ich mich noch selber. Alter, was? Mir fällt gerade auf, dass unser Gras weg ist. Hier oben war dreimal Gras. Hat er das kaputt gehen lassen? Alter, hast du das kaputt gehen lassen? Hast du unser Gras kaputt gehen lassen? Ich bring dich um. Mann, da verstehe ich überhaupt keinen Spaß hier. Wenn er unser Gras kaputt gehen lässt, einfach. So, ne. Nee, da fehlen mir einfach die Worte für. So, hier unten ist auch noch was. So, ich würde ganz gerne ein bisschen weiter rausfahren dürfen. Vielleicht auch noch fischen oder sowas. Ins Dorf gehen. Es könnte eigentlich. Also, wenn es noch kommt, ich würde es extremst feiern. So, wir könnten langsam mal einen weiteren Gehilfen gebrauchen. So, dann gehen wir halt nicht zuerst zu dem, sondern. Wie viel haben wir? 70 Holz. Da leisten wir uns doch gleich noch einen Tisch. Spiegelei und Glas Apfelsaft. Komm, weißt du was? Wir holen uns jetzt das Rezept fürs Spiegelei und damit basta. Spiegelei, her damit. Alter, das ist teuer. So, ein paar Salätchen. Elektronikschrott, komm, das können wir ja mal hergeben hier. So macht man das Ganze. Jetzt schauen wir noch. Spiegelei ist ja das Rezept nur ein Ei. Mal schauen, wie wir uns jetzt da schlagen. Beziehungsweise, ihr müsst ja eigentlich gar nichts tun für. Nein, eins haben wir uns durchgehen lassen. Zwei, okay. Zwei Sterne, naja, ist okay. 17 Sekunden, ah, dauert schon lang. Gemischtes Gemüse müssen wir auch noch mal üben. Ach du Kacke. Habe ich ja mal gesagt, dass ich das offscreen mache, ne? Excusez-moi. So, sonst haben wir jetzt aber hier erstmal nichts zu tun. Was bringt das goldene Huhn? Gibt es vielleicht irgendwo so eine Hilfe oder so? Nee, leider nicht. Ja, Hilfe aktivieren gibt es schon, aber. Aber ansonsten gibt es nicht. Spiegelei und Glas Apfelsaft. Die Spiegelei gehen ja weg wie warme Spiegeleier. Aber wenn wir keine mehr haben, haben wir keine mehr, wa? Fünf Eier haben wir nur noch. Und für Eier brauchen wir Weizen und, naja. Weizen haben wir nicht im Moment.
So, der steht da und begafft die zwei Damen hier. Kümmere mich lieber mal ums Essen hier, ist fertig. Ein Spiegelei, jawohl, der Herr. Machen wir so. Nee, machen wir nicht so, machen wir so. Aber langsam neigt sich die Aufnahme wieder dem Ende zu. Wir könnten hier oben noch Felder hin machen. Ich glaube, das mache ich auch. Aber natürlich auch erst in der nächsten Aufnahme. So. Natürlich erst in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.